Herzlich willkommen zur Einführung in den thematischen Screencast Synchronbeschreibung der deutschen Sprache. Der Screencast ist an die thematische Ausgestaltung des gleichnamigen Seminars im Bereich der Germanistik an der CHU zu Kiel gebunden. Das soll dazu gesagt sein, da man sich sonst möglicherweise etwas über die Themenauswahl wundern könnte, die sich aber aus dem Curriculum des BA-Studiums der Germanistik in Kiel ergibt. Der Screencast ist, auch wenn er thematisch zugeschnitten und für das Curriculum in Kiel angepasst ist, Open Educational Resource und kann in anderen Kontexten verwendet werden. Er steht unter der Creative Commons Lizenz. Das Seminar ist im Wesentlichen thematisch in zwei zentrale Bereiche aufgeteilt, nämlich zum einen die Modellierung syntaktischer Strukturen und zum anderen die Sprache im Gebrauch. Das Thema Modellierung syntaktischer Strukturen fasst genau die Vorstellung des Konzeptes der Valenz und darauf aufbauend der Dependenzgrammatik und der konstituenten Strukturgrammatik. Mit Sprache im Gebrauch beschäftigt man sich dann, wenn man neben verschiedenen Modellen zur Bestimmung der Bedeutung sprachlicher Einheiten in der Semantik sich vor allem auf pragmatische Ansätze ausgehend von der Sprechakttheorie stützt. Im Seminar werden das in der Anwendung auf geschriebene und gesprochene Sprache die Textlinguistik und Gesprächsanalyse sein. Ebenso wären die Themen Varietätenlinguistik und Diskurslinguistik hier anzusiedeln, die aber Gegenstand anderer Seminare sind. Das können freie thematische Seminare sein oder andere Einführungsseminare im BA-Studium. Im Seminar Synchrone Beschreibung der deutschen Sprache wird im Inverted Classroom unterrichtet, im umgedrehten Seminarraum oder aktiven Plenum. Ziel ist, Sie als Studierende nach dem Motto Think, Pair, Share stärker zu aktivieren. Das gelingt, indem Wissensvermittlung aus der akademischen Lehre aus, also genauer, vorgelagert wird. Jedes der kurz eingeführten Themen bildet eine eigene Einheit, der Sie sich als Lernende im eigenen Tempo zuwenden können. In den Präsenzveranstaltungen werden die Lerninhalte diskutiert, in Übungen weiter vertieft und so hoffentlich durchdrungen. Eine abschließende Sitzung zu jeder Einheit dient der Evaluation der Übungsergebnisse und zur Wissenssicherung. Die einzelnen hier knapp vorgestellten Themen bilden die Schwerpunkte für einzelne Folgen des Screencasts, die zur gezielten Vorbereitung auf das Seminar neben der Pflichtlektüre zur jeweiligen Sitzung verwendet werden sollen. Weiter sei auf Linguistik in 60 Sekunden hingewiesen. Das ist ein unterstützender Screencast, der zu den meisten hier besprochenen Themen Inhalte anbietet. Der Screencast zur Synchronbeschreibung der deutschen Sprache geht regelmäßig ab 2015 mit neuen Folgen online.